Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Batman Arkham Origins Blackgate. Ja, in der letzten Folge haben wir uns etwas rumgeprügelt, haben sehr oft gefailt, aber zu guter Letzt haben wir es doch geschafft. Und nun sind wir auf der Suche nach dem Waffendepot. Da wir leider nicht durch diese Tür kommen, die hier unten ist, also die Tür hier, ne, diese Tür, zeige ich euch nochmal, die wir so öffnen können. Und ja, leider geht sie wieder zu. Wir gehen jetzt zum Waffendepot und mal gucken, ob wir was finden. Gibt es hier irgendwas Ah, hier, guck mal da, was zum Scannen. Indiz des Detektivfalls, selbstgebautes Gerät, okay. Falls aktualisiert, Ausbruch, Einbruch, Indiz gefunden, selbstgebautes Gerät. 2 von 3 Indizien gefunden. Das ist sehr schön, wir gucken gleich mal nach. Dieses Gerät wurde aus ganz gewöhnlichem Zubehör einer Gefängniswerkstatt gefertigt und ist ungefähr faustgroß. Wenn es aktiviert wird, ändert oder überschreibt es die Frequenz, die von einem Gerät oder System an ein anderes gesendet wird. Aha, das ist ja sehr interessant. Wir gucken mal weiter. Okay. So, erstmal hier wieder aufbrechen. Na komm, Batman, komm. Los, drück. Jawohl, sehr schön. Und rein da. Na los. Wir wollen da lang. Wir kriechen und kriechen und kriechen. Lalalala. So. Immer erst, ich habe jetzt nach der letzten Folge gucke ich jetzt immer hier nach wegen irgendwas zum Scannen. Analysiere. Strukturschwache Wände und Böden stürzen durch kontrollierte Explosion ein. Ja, okay, aber ich glaube nicht, dass das in dieser Ebene ist. Ich glaube hier eher, ne? Ja, hier ist das eher der Fall. Deswegen machen wir einfach mal den hier. Zack und zack. So. Wie immer draufschießen und alles sprengen. Irgendwo bei Edizien? Nein, gibt es nicht. Gut. Ja, wie gesagt, ich tue jetzt hier 10-mal alles durchsuchen, um zu gucken, ob es hier was gibt. Natürlich waren wir hier schon bei der Gegend, ich glaube, ne? Muss gleich mal gucken, aber ich glaube, hier waren wir schon. Genau, hier war diese Zellentür, die aber zu ist. Und sie ist immer noch zu. Und okay, gut, dann. Weiß ich jetzt gerade auch nicht, wo wir hin müssen. Ich guck nochmal hier. Nee, okay. Genau, hier gibt's auch nichts. Gibt's hier vielleicht was an dem Computer? Nein. Zeigt mir leider auch nichts an. Gut, dann gehen wir mal. Ja, gehen wir mal wieder hoch. Und ja, laufen einfach mal den ganzen schönen Weg zurück. Wohin auch immer, ich weiß es nicht. Oder? Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wirklich hier zurücklaufen soll. Na gut, ich laufe gerade zurück, okay. Aber ich weiß nicht, ob es hier vielleicht doch noch irgendwas gibt, weil wir kommen ja hier. Genau, hier ist die mit der Tür. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Ah, analysiere. Der Mechanismus der Tür liegt frei und kann blockiert werden, um die Tür offen zu halten. Kann ich da vielleicht. Oder kann ich da. Ach, sehr gut. Draufschießen müssen. Nee. Hä? Okay, das nützt gar nichts. Battering funktioniert auch nicht. Also wir können hier drauf schießen, was uns aber nicht viel bringt. Ja gut, wir können ja hier mal kurz, zack, zack, alle drei in die Luft jagen. Nee, bringt uns leider nicht viel. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Da gibt es hier noch was. Na gut, ich gucke mich noch mal um bei dieser Tür hier. Also bei diesem Eingang. Weil irgendwo muss es ja dort weitergehen.
Wäre ja schon sehr merkwürdig, wenn es nicht weitergeht, ne? Weil hier haben wir eine Struktur, hier kommt eine Meldung von einer Strukturwand, aber ich kann doch... Ich kann doch schlecht hier drauf schießen, weil... Das, Strukturwände, ja. Das nimmt's aber nicht auf, so wie ich es gern möchte. Hui. Hier gab es leider auch nichts und hier gibt es, wie gesagt, auch nichts, was uns jetzt hier irgendwie weiterbringt. Hm, einen kleinen Hoffnungsschimmer oder sowas. Bringt es uns hier leider auch nicht. Ich scanne den ganzen Boden, doch leider finde ich nichts. Dass es hier, dass hier gerade hier nichts ist, das wundert mich sowieso so. Ja gut. Wundert, warum soll mich das wundern? Schade. Ja, ich gucke hier immer nach strukturierten Wänden, die grün sind. Bloß finden tue ich gar nichts hier. Ich glaube kaum, dass wir extra dort... Ach, was ist denn hier los? Das ist ja interessant. Da tut sich automatisch das Bild komplett verändern. Die Richtung zumindest. Oh, eine Maske. Sehr schön. Zack. Und ein Ventil. Dieser gewaltige Ventilator dreht sich zu schnell, um daran vorbeizugelangen. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen. Kleine verschlossene Raintech-Kiste. Okay. Ach hier, guck mal. Boah, alter Finne. Da haben wir aber Glück gehabt jetzt hier, sonst wäre es schief gegangen. Okay, wir gehen hier rein und hängen uns nach oben. Wow. Sehr gut. Und es öffnet sich eine Türe. Oh mein Gott. Wo führt sie nur hin? Immer erst gucken. Da ist wieder eine... Explosionswand analysiere. Auf dem Steg befindet sich etwas, doch es wird von der Flut an Klärschlampe. Ach so, da ist... Da ist gar nichts groß gewesen, nur eben ein Hinweis, dass es dort etwas gibt. Okay. Boah, Glück gehabt. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre nicht gut gewesen. Okay, Hängel, Hängel. Was? Achso, hier geht's runter. Und hepp. Natürlich, Rauch, ne? Kann man das analysieren? Gefährlich heiße Dampfstöße aus einem Riss im Rohr. Kennen wir ja alles sehr gut. So, und fallen lassen. Juhu! Und jetzt müssen wir weiter runter, oder? Ja, sieht schon sehr gut aus. Gibt's hier irgendwas? Nö. Ach, eine Maske. Sehr gut. Oh nein, die Gegend kennen wir doch. Kann das sein, dass wir jetzt hier irgendwie zurückgelaufen sind? Ja, wunderbar. Das ist ja mal super. Wir sind zurück am Anfang. Hm. Ja, nu. Ja, das wird heute einfach mal eine kleine Spazierrunde. Achso, die hatten wir ja bereits gemacht. Gegen Solomon Grundy hatten wir ja da gekämpft. Ui. Und natürlich wieder auf zurück. Ja. Leider sind wir den gleichen Weg wie schon von Anfang an gelaufen. Beziehungsweise zurückgelaufen. Aber das können wir ja alles ändern. Ich habe mich da wirklich nicht dran erinnert, dass es hier so ein Rohr gab mit Dampf. Hm. Naja. Wir haben es ja nicht so weit. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier 3 Kilometer weit laufen müssen oder so. Wobei das wirklich verlockend aussah, die Gegend. So schön dort langlaufen. Ne? Das war schon schön. Hopp. So. Können wir hier vielleicht dieses Ding aufmachen?
Nein, kann man leider nicht. Das finde ich etwas schade. Doch, das finde ich schon etwas schade, dass das nicht geht. Aber gut, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Oh, Batman hängt wieder. Na, bitte geht doch. Gut, na dann laufen wir halt mal. Ich guck mal kurz auf die Karte, was mir die Karte sagt. Gehe zum Waffendepot. Das befindet sich. Ja, dort irgendwo, dort befindet sich das Depot. Es sagt mir gerade nicht wirklich viel, dass ich hier die Bilder sehe. Alles schön und gut, aber mit der Karte komme ich nicht wirklich klar. Zumindest noch nicht. Waren wir hier oben schon? Ach, hier oben sind wir ja. Ja, nee, ist okay, ist okay. Aber hier unten wollen wir aber auch schon, ne? Jetzt mal das absuchen. Hier waren wir auch schon gewesen. Ne? Ja, doch, nee, ach, Mist. Da waren wir in der letzten Folge gewesen. Aber dass es hier unten nicht weitergeht. Na gut, hier ist eh nichts mehr. Gut, da können wir wieder abhauen. Machen wir einfach mal wieder die Biege und hepp. So, einmal hier hoch und einmal da hoch. Und weiter geht's. Wer weiß, wofür der Weg dann gut war. Vielleicht schalten wir dann später noch dieses, also beziehungsweise können wir diese Tür öffnen, dann wissen wir vielleicht, wofür es gut war. Na komm. Batman, heps. Sehr gut. Okay, dann fallen wir einfach mal wieder hier runter und gehen hier nicht zurück. Ach so, ja. Hallo? Hallo? Okay. Ich dachte schon, es gibt ein kleines technisches Problem. Ach, hier haben wir doch eine Wand. Warum habe ich die nicht gesehen? Gut, dann nehmen wir einfach mal den Weg. Hätten wir es eher gewusst, wir hätten bestimmt den Kampf entgehen. Hätten wir es nicht unbedingt machen müssen. Hier liegen überall Fackeln rum. Ist das ein gutes oder eher ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Was ist hier? Rasch geschwächt zu sein. Kann ich damit oder kann ich hier vielleicht? Nein. Okay. Dann eben nicht. Hat er gerade was angezeigt? Aber okay. Aha. Wir kommen dann automatisch wieder dorthin. Na, komm jetzt. Analysiere. Der Boden besteht aus offenen elektrischen Tafeln. Abstehend fließt Strom durch. Ach so, wir scannen jetzt wirklich die obere Etage nochmal durch. Ne, super. Aber warum will er hier nicht feuern? Oder wie soll ich hier bitte schön jetzt diese Ah, super. Ja, ist okay, ist okay. Ja, sehr schön. Was hat mir das jetzt bitte gebracht, dass ich jetzt hier runtergehen kann? Wenn hier gar nichts ist, was ich zum, ja, lohnt überhaupt dort runter zu gehen. Okay, hep. Gut, naja. Wer weiß, es wird schon seine Richtigkeit haben. Auf jeden Fall werde ich erstmal wieder hier hochgehen. Werde hier rüberfliegen. Ja. Werde mich einfach nochmal hier durchkrabbeln. Okay. Ja, wie gesagt, ich laufe gerne mal Wege,
doppelt lang. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was. Aua. Ja klar, da kommt Musik, ne? Nur weil ich dagegen gefallen bin. Sehr gut, da kriegt man eine Verletzung und dann kommt schon Musik. Hui. Aber wo müssen wir jetzt lang? Greifer, Gelwerfer, Anzug. Achso, ja stimmt, wir können ja Anzüge anprobieren. Battering, Hammer, Stufe 1, aha. Okay, das sind die ganzen Infos, die wir haben. Aber wo soll es hier bitte schön weitergehen? Wir sind hier. So, da können wir vielleicht, wenn wir hier lang laufen, mal gucken. Ach, hier, Fahrstuhl, na klar. Können ja mal den Fahrstuhl benutzen, mal sehen, wo er uns hinbringt. Aber ich glaube wirklich, er bringt uns einfach nur nach oben und dass wir dadurch nicht viel, ja, gut machen. Wir gehen mal rein. Batman. Okay, ab nach oben. Interessant wäre. Waren wir hier? Nee, wartet mal, das ist doch ein ganz anderer Weg, ne? Ja, genau, das ist ein anderer Weg. Oh, super, Exit. Können wir gehen. Oh, eine Maske. Sehr gut, zack. Ich hoffe zumindest, dass das ein anderer Weg ist, aber das sieht schon wieder sehr... Oh, was haben wir hier? Sehr gut. Oh, ein Tab. Und ich glaube, das Gerät kennen wir auch sehr gut. Das hatten wir auch mal gesehen. Oder muss ich da irgendwie an die Vaintech-Truhe rankommen? Hey, jetzt fall runter, Batman. Komm runter mit dir. So, und tap. So, tap. Achso, die hat man bereits geöffnet.